Okay, Leute, da bin ich wieder. Und zwar, ja, irgendwie hat es doch gespeichert, aber eben die Tür war jetzt wieder verschlossen. Aber wir haben den Rest, so wie es aussieht, nämlich immer noch. Mann. Nee, das war jetzt aber auch ein blöder Tod von mir, ganz ehrlich. Das hätte nicht sein müssen, dass ich da komplett daneben springe. Ich weiß auch nicht, was da manchmal los ist. Ob es nun an der Steuerung liegt oder nicht. Dürfen wir jetzt den Turm nochmal hochklettern? Ja. Haben wir denn eigentlich jetzt auch noch diese Mission, für den netten Herrn? Verteidigungsstrategie. Was? Baba Yaga-Mission? Verteidigungsstrategie. So, und dort, ja, die sind immer noch da. Alles klar, müssen wir immer noch da runter. Ich werde jetzt trotzdem nochmal hochklettern und... Wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, mach mal gleich. Brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge So, wir holen uns erstmal das hier. Vielleicht von der anderen Seite? Stacheln gehen schneller als Pfeilspitzen. So. Darauf ja, sollten wir uns okay, konzentrieren. Kann ich denn? Ne, Giftfälle können wir auch nicht herstellen. Schade. Also wir brauchen unbedingt ein bisschen Bärenfeld, damit wir da einen größeren Köcher kriegen. Ich hoffe mal, dass ich noch einen bekommen könnte. Man wird es sehen soweit. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Und den Damen haben wir natürlich auch schon mal geredet. Fünf Bleche für die Barrikaden schneiden. So. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Server geholt. So, einmal da lang. Dann gehen wir hier rüber. Ach ja. Ja, sprich. Lara, danke. Oh, das Klärchen. Dann einmal hier um die Ecke. So. Und dann... Diesmal machen wir es dann richtig, Leute, ne? Und zwar... Zack. Ja, das ist halt so, wenn man manchmal ein bisschen viel will. Und dazu noch eine passende Steuerung hat. So, das dürfte es überleben. Jawohl, als Klärchen. Das hat sie auch überlebt. Gut. Ich glaube, hier oben hat man jetzt damit eigentlich soweit alles. Da ist noch ein Dokument. Moment. Warte mal, das müsste ein Dorn sein. Einmal Wegweiser setzen. Da unten. Hab ich. Schaut mal. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Ja gut, okay. Töten ist eine Sache, aber dazu gezwungen zu werden, eine andere, würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube, mir selber wird es auch nicht unbedingt so gut gehen, wenn mich jemand dazu zwingt, andere umzubringen. Auch wenn es vielleicht aus Selbstverteidigungszwecken ist. Freiheit ist dann doch eigentlich ganz, ganz wichtig und das oberste Gut hier. Noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Pfeilspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. So, mit den Leuten haben wir ja haben schon geredet. Wir müssten eigentlich da runter, das weiß ich. Wir werden jetzt aber, wie gesagt, mal endlich da hinten hingehen zum Bärenjagen quasi. Das ausgewiesene Gebiet hier. Hier hinten ist der Bär. Da steppt der Bär. Und das werden wir hoffentlich ausnutzen. So, da ist ein Huhn. Aber immer noch kein Gehege. Ich habe keine Ahnung, wo wir den bringen sollen. So, hier waren wir auch schon drinne. Ja, waren wir auch schon drinne. Großer Wasserfall, der Wasserfall wollte ich schon sagen. Wir waren noch gar nicht da. So, und hier. Ein Cunning. 2 von 6. Alles klar, das sieht da schon mal sehr, sehr gut aus. Hier überall Waffen. Das ist auch gut. Zumindest mal für die Einheimischen im Kampf gegen Trinity. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen.
Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Okay, da hat wohl jemand eine kleine Abneigung gegen Ratten. Offenbar eine kleine Lektion über Kleintiere und vielleicht die Jagd von Kleintieren, was natürlich verständlich ist. Denn ja, auch wenn manche gegen den Tod von Tieren sind, wenn man in der Natur lebt, dann wird man wohl früher oder später auch Tiere umbringen wollen oder müssen. So, und hier hinten, zack. Schaut mal, da ist ein Herausforderungsgrab. Sehr, sehr schön. Wir gehen trotzdem erst auf Bärenjagd. Beziehungsweise wir schauen uns erstmal hier um. Da können wir hochklettern, eventuell auch runterkommen irgendwie. Ja, da kann man später vielleicht uns runterbegeben. Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Noch nicht. Auch wenn ich diese Rutschpartien eigentlich ganz lustig finde. Also an diesem Seil runter zu rutschen und nicht immer irgendwo den Berg wieder runter zu klettern. Das ist mal was anderes. Dann kommt nicht der Baum. Alles klar, ich weiß gar nicht, wo wir sind. So, ein bisschen Ressourcen. Ressourcen und ansonsten... Guck mal, gibt es hier vielleicht irgendwas? Oder ist das hier... Ah ja, okay, alles klar. Ja, unsichtbare Mauern sind dein Freund, oder wie war das? Macht aber auch gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Wir gehen weiter in diese Richtung, beziehungsweise wir können eigentlich erst mal... Kann es sein, dass wir da runterspringen müssen später? Wir schauen erst mal hinten hin, Leute. Oder auch nicht. Oh, dürfen wir hier noch gar nicht lang? Okay, das ist interessant. Hier ist erstmal alles dicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Eventuell ist das auch der Weg in Richtung Kitesh und wir dürfen hier einfach noch gar nicht lang gehen. Das kann natürlich auch sein. So, hier sehen wir schon mal den nächsten... Die nächste Zielscheibe, zack, damit haben wir noch keine. Oh, hab ich nicht die Mitte getroffen? So, aber jetzt. 4 von 8, alles klar. Ja, verbessern Sie Ihre Fähigkeiten, alles klar. Einen Fähigkeitenpunkt haben wir dazu bekommen. 4 auch von diesen Zielscheiben brauchen wir noch, benötigen wir noch, um diese Herausforderung zu schaffen. Das kriegen wir auch schon irgendwie hin, Leute. Das bekommen wir hin. So, trotzdem, ich glaube, dort müssen wir runterspringen. Hier oben kommen wir jedenfalls nicht weiter. Ja, da hinten ist erstmal soweit dicht. Hier ist noch ein grüner Punkt. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Wer weiß, vielleicht führt uns der Weg da später noch hin. Das kann gut möglich sein. Vielleicht müssen wir auch von da oben ausspringen. Das kann natürlich auch sein. Eine kleine Kanzel oder Kuppel habe ich auch gesehen. Ihr wahrscheinlich auch. Ich finde es ein bisschen schade, wenn ich ehrlich bin, dass man nicht direkt alles begehen kann. So, einmal da lang. Da lang. Und dann vorsichtig, liebe Lara, ganz, ganz vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig, kommen wir auch bis hierhin. Okay. Okay, das war jetzt nicht unbedingt so geplant. Kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Nee, ganz klar. Können wir da runterspringen? Tauschsprung rechts. Was? Springen Sie von über Wasser gelegenen Plattformen und drücken Sie in der Luft schnell rechte Maustaste, um zu tauchen. Okay, alles klärchen. Also habe ich es komplett falsch gemacht. Na gut. Was haben wir denn hier? Ist das etwa eine Höhle? Karte aktualisiert. Oh Gott, fehlende Ausrüstung. Alles klar, Lara. Ja, kommt da raus. Fehlende Ausrüstung. Ja, wir brauchen etwas zum Tauchen. Wahrscheinlich ein bisschen Atemluft. Das wäre zumindest mal nicht verkehrt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da hätte ich die arme Lara umgebracht, wenn wir da einfach weiter reingesprungen wären. Offenbar ein optionales Grab, würde ich mal behaupten. Ja, wahrscheinlich. So, aber jetzt sind wir erstmal hier auf Bärenjagd, Leute. Bärenjagd. Es wird so heut. So, die Frage ist aber... Ja, finden Sie das optionale Grab? Das ist da unten drin wahrscheinlich. Ja, der Eingang dahin. Ich werde jetzt einfach mal vermuten, der Bär wird da drin sein. Und ich hoffe jetzt einfach mal... Ja, so was, wir gehen erstmal da rein gucken.
So, Waffe ist geladen. Ich kann mich noch an den letzten Bären erinnern. Der eine, der war dann schnell tot. Gott, da ist er. Da ist der Bär. Aber tschüss. Okay, das hat doch ganz gut geklappt. So, mein lieber Freund, ich danke dir für dein Leben, aber ich bock mir mal eben dein Fell, dein Pelz. Ich brauch das. Abgesehen davon wollen wir ja auch wissen, was da unten drin ist. Ich finde es übrigens ein bisschen schade oder traurig, dass die Bären hier direkt so aggressiv... Zwei Pelze haben wir bekommen, alles klärchen. Zwei Pelze und sechs Pfeile haben wir zurückbekommen. Das ist doch sehr, sehr gut. So, da, zack, stellen wir wieder ein bisschen was her. Das ist voll. Hier können wir auch nochmal voll machen. Dann haben wir das. Gut, also zwei Pelze haben wir bekommen. Dann können wir ein bisschen was herstellen. Das heißt, wir können zurück zum Lagerfeuer gehen, aber vorher schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Und ich frage mich jetzt, ist das diese Höhlen, wo die Bären drin sind? Sind das die einzigen Bären, die hier existieren? Sind diese Bären hier in Rise of the Tomb Raider endlich? Das heißt, könnte es bedeuten, dass die eventuell... Ja, dass wir uns irgendwann aussuchen müssen, was wir wirklich brauchen und was nicht. Also, dass wir da ein bisschen drauf achten müssen. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß ja, was ich benutzen möchte und wo ich hinarbeiten will quasi von dem, was wir ausbauen. So viel ist es ja auch, glaube ich, gar nicht mehr, was wir überhaupt noch übrig haben. Zumindest mal, was unsere Ausrüstung angeht. Also, was jetzt Köcher und Co. angeht. Die quasi Munitionshalterung auch für unsere Köcher. So. Hier. Okay. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob wir hier jetzt reinspringen sollten. Ob wir jetzt schon reinspringen können überhaupt. Wahrscheinlich nämlich nicht. Ich würde jetzt mal vermuten, ob hier werden wir etwas brauchen. Ja, fehlt der Ausrüstung, alles klar. Lara, zurück. Ja. Fehlt der Ausrüstung. Na toll. Sehen wir auch gar nichts. Was für eine dunkle Brühe. Wo bekommen wir die denn her? Wahrscheinlich auch erst später irgendwo. Okay, aber es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen. Das haben wir im Sowjettal, sag ich jetzt mal, also bei der Sowjetanlage ja gesehen, dass wir tatsächlich einiges an Ausrüstung erst später bekommen. Ja, optional als Herausforderungsgrad, ist klar. Da kommen wir noch nicht ran. Aber nicht auf regulären Wege zumindest. Gut, also Bär haben wir erledigt. Mit der Frage, ob es der letzte Bär war, der hier jemals aufgetaucht ist. Sind Bären denn so Einzelgänger? Ich glaube schon, ne? Wir müssen... Wartet mal, ich will ja wieder da hoch quasi. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Da hinten lang war... Quasi, nicht quasi. Jetzt können wir mal kurz hier vorne lang schauen. Ach, da meine ich wieder. So, die ist zusammengestürzt. Das könnte mal ein Haus gewesen sein. Ein Häuslein. Ein zusammengestürztes Häuslein. Na gut. Ich würde aber sagen, wir gehen hier lang. Da ist ein Steg. Alles klar. Und da ist ein Ziel. Ein Ziel. Das benutzen wir direkt. Ja. Der war daneben. Oh, ja, alles klar. Jetzt 5 von 8. Sehr schön. Gut, da nach unten wollen wir irgendwann mal. Jetzt noch nicht. Ich weiß gar nicht, gibt es da drin irgendwas zu finden? Na, wahrscheinlich eher nicht. So, dann sind wir nämlich schon wieder hier. Und dann kann man zumindest erstmal schauen, was wir jetzt für diese zwei Bärenbälze bekommen. Also Bärenbälze haben wir, diese Lumpen haben wir bekommen. Ja, euch Hühner. Ich weiß nicht, wo ich euch hinbringen soll. Liebe Hühner, zack. Ja, fangen Sie Hühner und sperren Sie ins Hühnergehege. Ist das hier das Hühnergehege vielleicht? Ja, ich glaube ja nicht. Ich glaube ja nicht.
Wie kann ich denn das fallen lassen? Hallo? Ne, ich glaub's auch nicht. Ich glaub, das ist auch nicht das Hühnergehege. Ja, sorry, dass ich das geschmissen habe. Es ist halt so. Da müssen wir uns mal richtig umschauen. Vielleicht doch irgendwo weiter unten. Jo, da war erstmal ins Lagerfeuer. Gut, Inventar. Zack, erstmal den Fähigkeitspunkt, den wir uns ja redlich verdient haben. Also das kann man wirklich schon mal zugeben. Überlebender, eventuell, intuitiv, ja, kommt ein Kängel, nein, die wollen wir nicht sehen, das wollen wir suchen. Todeswolke, erhöhen Sie Größe und Dauer der Giftwolke, die durch Giftpfeile erzeugt wird, das können wir eigentlich mal machen. Oder, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Astikivier-Exekution, Bogenexperte. Führen Sie eine Bogenexekution auf kurze Distanz aus und verbessern Sie die Chance, Spezialpfeile von Feinden zu erbeuten. Das ist natürlich nicht fair, Geertwehr. Oder Doppelschuss? Wir machen erstmal den Doppelschuss. Ja, Doppelschuss. Während Sie mit vollständig gespanntem Bogen zoomen, können Sie mehrere Ziele anvisieren, indem Sie für eine kurze Zeit auf Sie zielen. Nachdem Sie nach dem Auslösen treffen, die Pfeile mehrere Feinde gleichzeitig. Rote Zielsymbole zeigen anvisierte Ziele an und die Position der Markierung gibt Aufschluss darüber, wo die Schüsse treffen werden. Entweder Körper oder Kopf. Alles klar. Quasi unseren Doppelschuss, den haben wir ja schon gelernt, mehr oder weniger. Diesen Doppelschuss, also zwei Pfeile hintereinander zu schießen, das haben wir ja gefunden, diese Fähigkeit. Jetzt dieser Doppelschuss hier allerdings bedeutet eigentlich auch, dass wir dann zwei Ziele oder mehrere Ziele zumindest mal anvisieren können und hoffentlich auch treffen. Gar nicht mal so verkehrt. Chapeau, das kommt mal vorher nämlich nicht. Inventare, was dürfen wir diesmal machen? Hoffentlich ein bisschen mehr, ja, hier zum Beispiel große Gewehr, Munitionsbord. Was braucht man denn hier für? Da brauche ich noch ein bisschen mehr. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen mehr auf Jagd gehen. Hier, das sehe ich nicht so den Zwang für diesen großen Gewehrmunitionsbeutel. Allerdings hätte ich schon gerne den hier. Das hier war nicht verkehrt. Rucksack, großer isolierter Rucksack, der die Tragekapazität für Ressourcen beträchtlich erhöht. Da brauchen wir auch, da müssen wir Felle jagen. Wo bekommen wir die denn her? Guck mal hier, Waffen. Können wir da noch irgend was ausbauen? Ja, hier noch nicht. Aber hier. Oder auch nicht. Was braucht man denn hier für? Öl, glaube ich, ist das. Das ist Öl. Das haben wir noch nicht. Das fehlt uns noch. Ja, ach so. Hier. Halbautomatische Pistole. Upgrades verfügbar. Den Mondschatten hatten wir vor. Wir schauen mal kurz rein, Leute. Was gibt es hier für den Mondschatten? Ja, ergonomischer Griff. Aber ich hätte trotzdem gern wieder meinen Mondschatten zurück. So. Schade, Leute. Ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass wir, dass ich da nichts weiter machen kann. Ein bisschen jagen müssen wir noch. Das können wir eventuell hier dann machen. Hier haben wir den... Warte mal. Da war ein Bär. Da ist noch ein Bär. Hallo? Achso, der scannt automatisch ein. Oder skaliert automatisch ein. Hier haben wir einen Bär, Leute. Ein Bär. Hier jetzt quasi. Über dem Kreuz. In der Mitte des Bildschirms. Und da unten vermute ich jetzt einfach mal, also hier, werden wir dann die Felle herbekommen, die wir sonst brauchen. Na gut, ist auch gar nicht mal so verkehrt. Jetzt, wir waren... jetzt lasst mich nicht lügen. Hier, in dieser Höhle quasi, waren wir drin. Und hier müssten wir quasi reinschwimmen. Okay, alles klar. Hier ist irgendwo noch eine Höhle. Da kommen wir noch gar nicht so wirklich ran, glaube ich. Wobei, das könnte die unter dem Wasserfall sein. Da würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter runter. Was? Missionsgeber, Verteidigungsstrategie? Achso, das sind diese Ziele, die hier angezeigt werden. 0 von 5 Hühnern, 5 von 8 Zielen. Ja, alles klar, das ist ja noch Missionsmarker. Von diesen Spezialmissionen, die man so kriegt. Oder so annimmt. Dann würde ich mal sagen, schauen wir einfach mal, ob wir da vielleicht reinkommen, Leute. Das heißt...
mal, warum markiere ich es mir eigentlich nicht auf der Karte? Es ist immer, manchmal ist das so richtig schön von mir. So. Wegweiser setzen und dann sehen wir auch, ja, alles klar, ich dachte schon, habe ich richtig. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Guck mal, ist das hier vielleicht das Hühnergehege? Ist das hier vielleicht das Hühnergehege, Leute? Das müssen wir jetzt gerade mal ausprobieren. So, liebes Hühnchen, liebes Huhn. Auch ein blindes Huhn rennt mir nicht davon. Ja, klingt mal wieder richtig schön, was ich hier zusammenreime. Liebes Hühnchen. Oh ja, dann renne ich genau gegen den Baum. Natürlich, das ist, Eigentlich wie üblich. Wenn du, ja, die Hühner, wenn du solche Tiere... Oder fangen wir mal vorne an. Es gibt ja auch in anderen Spielen, wesentlich mehr Spielen, solche Missionen. Fange mal dieses Tier, jenes Tier und bring das mal da und dorthin. Und irgendwie immer, du fängst diese Tiere immer, wenn du gar nicht auf der Jagd nach dem bist. So, aber rein mit dir. Jawohl, 1 von 5, jawohl. Okay, dann machen wir natürlich erst das als Kärchen. Dann suchen wir mal, zumindest so weit wie es geht, 1 von 5. Da ist noch ein Hühnchen. Hühnchen, wechsel dich. Hühnchen. Ein lecker Hühnchen. Wobei ich ja ehrlich bin, ich muss noch nicht mal irgendwie Hühnerfleisch essen. Ja, ich esse auch Hühnerfleisch. Das gebe ich zu, schließlich bin ich ein Mensch. Ja, aber davon abgesehen esse ich auch keine Eier. Also dafür lasse ich auch keinen meinen Huhn geben, wenn ich dafür ein Ei mehr essen kann. Das ist auch okay. Klingt barbarisch, aber es ist halt so. So, 2 von 5. Natürlich respektiere ich aber auch die Leute, die jetzt wirklich tatsächlich richtige Vikaner sind. Oder Vegetarier, die dann, ja... Ja, Vikaner vor allen Dingen. Vikaner, das ist ja schon wieder härter als Vegetarier. Soll es jeder so machen, wie er es für richtig hält, aber niemand anderen bitte seinen Glauben aufzwingen. Egal, um was es geht, ne? So, 3 von 5. Alles klar, 2 Stück fehlen noch. Irgendwo müssen wir wahrscheinlich noch 2 haben. Ach, sie schweißt hier. Alles klar, sie schweißt. Die Frage ist, sind diese 2 Hühner hier? Oder sind sie nicht hier? Oh, warte mal, was ist denn hier? Hab ich was? Ah, ich wollte schon sagen, habe ich hier was übersehen? Den Schuppen höchsten? Ja, den Schuppen, den habe ich auf jeden Fall übersehen. Was bekommen wir denn hier? Ja, ja. Natürlich, die Pilze darf ich nicht mitnehmen, der Rest schon. Ist ein bisschen schade, ne? Aber gut. So, da ist noch ein Huhn. Hühnchen. Ja, renn doch mal hier runter. Hallo? Was ist das denn passiert? Wie ist das Huhn so schnell vorbeigekommen? Ich glaube, das ist einfach mal so stehen geblieben, ne? So. Ja. Finden Sie den nahegelegenen Eingang. Jetzt nicht, meine Freunde. So. Hier, damit haben wir 4. 1 fehlt noch. Die Frage ist, wo bekommen wir das hier? Wir könnten nochmal oben gucken. Wo wir quasi, ja, auf... Oh, da brauchen wir gar nicht allzu weit. Alles klärchen. Sehr schön. Damit haben wir das 5. Huhn. Damit haben wir diese Mission also quasi schon fast erledigt. Ah, sehr geil. Was bekommen wir dafür? Herausforderung abgeschlossen. Wolf im Hühnerwels. 2000 Credits verdient. Ja, toll. Mit den Credits könnt ihr natürlich so richtig viel anfangen, Leute. Tut mir ein bisschen leid. Ich bin immer noch nicht ganz so dahinter gestiegen, was das mit den Credits auf sich hat. Ja, man kann sich ein bisschen was zusätzlich dann holen quasi. Aber auf der anderen Seite, das sind alles so Dinge, die man nicht zwangsläufig braucht. Das ist die Sache. Oh, da oben. Da oben soll man rein? Alles klärchen. Mach mal. So, das ist quasi jetzt der Weg, wo wir vorhin lang gegangen sind. Dort haben wir die Aufgabe quasi herbekommen. Irgendwo am Flussufer müssen wir sowieso hin. Also nach unten. Dementsprechend ist es gar nicht mal so verkehrt, dass wir in diese Richtung gehen. Nee, Moment. So, damit geht's besser. Oh, stand ich ein bisschen weit weg, ne? So, einmal hier. Erstmal den Rucksack.
Und Karte aktualisiert. Geheimnisse entdeckt. Sehr, sehr schön. Und links über uns quasi schon fast. Da ist also doch was. Da ich dann also doch was. Dort habe ich auch noch was übersehen. Alles klar. Ja, ja, ja. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja ein. Also hier gibt es wieder einiges zu erledigen. Einiges, einiges. So, wie kommen wir denn jetzt darauf? Ich würde mal wetten, hier kommen wir nicht so einfach rein. Und vermutlich müssen wir da rein, um überhaupt... Oh, warte mal. So, Moment. Hier erstmal. Das. Das. Ja, nehmen wir das da. So. Dann haben wir das. Für den Notfall quasi. Ich hoffe nicht, dass wir es brauchen werden. Was heißt, ich hoffe nicht, dass wir es brauchen werden. Quasi, wenn wir irgendwie von oben runterfallen, hoffe ich immer noch, dass sowas ein Rettungsanker ist. Ich glaube, das ist eigentlich eher böse. Was? Warte, warte, warte. Au, 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 au. Ja, natürlich. Warum weichst du nicht aus, Lara? So, der letzte ist abgehauen, glaube ich. Oh Mann, das, da habe ich mich jetzt ein bisschen dämlich angestellt. Aber hier, guck mal. Ach, Wolfspelz braucht man. Alles klar. Wolfspelz braucht man. Glaube ich zumindest. Also für den Köcher noch. Dann haben wir den. Dann haben wir da ja alle Ressourcen, die wir dafür benötigen. Aber nichtsdestotrotz, wir gehen mal hier weiter. Und wir dürfen endlich mal wieder ein bisschen Kräuter mitnehmen. Kam ja auch lange nicht mehr vor. So, hier muss ich ein bisschen Vorsicht. Oh Gott. Ich sollte mir vielleicht mal ein bisschen Munition sparen. Vielleicht mal mehr mit dem Bogen arbeiten, auch bei Nahkämpfen, beziehungsweise mal gucken, dass ich dieses Dodgen, dass ich das wieder, also das Ausweichen bei Feinden, dass ich das wieder richtig hinkriege. Schon irgendwo müssen wir doch hier hochkommen, glaube ich.